Nummer 1. Bring deine Ernährung auf Vordermann. Hauptproblem in unserer Ernährung ist der Industriezucker. Die meisten unserer verarbeiteten Lebensmittel, egal ob Soßen, Dips, Limonaden, Donuts oder generell Fastfood, sind gerammelt voll mit Zucker. Dieser führt nach dem Konsum beinahe unmittelbar zur vermehrten Ausschüttung von Insulin, welches bekannt dafür ist, die Testo-Werte brachial zu senken. Natürlich steigt mit der Zeit auch dein Körperfettanteil und je höher dein KFA, desto schlimmer können die Auswirkungen auf Testosteron und auch Fruchtbarkeit sein. Am besten kommst du, wenn du fortan mehr auf unverarbeitete Nahrung setzt. Mit frischem Obst und Gemüse, am besten direkt vom Bauern, und reinem Wasser als dein bevorzugter Drink kannst du nichts falsch machen. Nummer 2 ist intensiver Sport für mehr Testosteron. Das Krafttraining und Muskelmasse förderlich für deine Gesundheit als Mann, inklusive Hormonbalance sind, ist bekannt. Den wohl besten Einfluss scheint jedoch explosives Training im anaeroben Bereich zu haben, wie zum Beispiel bei hochintensivem Intervalltraining, ganz besonders Boxen. Der US-Schauspieler Frank Grillo ist hier ein gutes Beispiel. Der Bursche sieht mit seinen 55 Jahren noch aus wie Mitte 30 und schwört nach eigenen Angaben auf Boxen als Testosterongarant. Wenn du auf körperlich ähnliches Niveau kommen und den hormonellen Gefahren unserer Zeit entgehen willst, kann dir mein Videosponsor Leon Thiel helfen. Leon ist absolut vom Fach und hat für dich einen Kurs erstellt, mit dem du einfach von zu Hause aus und ohne Vorerfahrung zeitnah zum körperlich fitten und attraktiven Boxer werden kannst. Du erfährst dabei genau die Methoden, die du brauchen wirst, um spürbar selbstbewusster, mental geradezu unbesiegbar und für Notsituationen wehrhaft zu sein. Brutaler Testosteronkick inklusive. Sieh dir das am besten mal an. Den Link zum Kurs setze ich in die Videobeschreibung. Die dritte Gegenmaßnahme gegen hormonelle Angriffe ist eine bessere Kleidungs- und Kosmetikwahl. Auf die meiner Ansicht nach viel zu wenig beachteten hormonaktiven Substanzen in der Industrie bin ich schon eingegangen. Mein Standpunkt: Das, was du an deine Haut lässt, solltest du kennen. Sobald deine Kosmetikartikel wie Hautcreme, Shampoo und Deo und auch deine Kleidung mit Chemie vollgestopft sind, deren Namen du nicht mal aussprechen kannst, sollten bei dir die Alarmglocken läuten. Bei deiner Kleidung beispielsweise kannst du Inhaltsstoffe wie Polyester, Polyamid und Elastan meiden und mit Bio-Baumwolle bzw. Leinen ersetzen. Was Körperpflege anbelangt, gibt es inzwischen viele Angebote, die sich auf Bio fokussiert haben. Selbst bei Parfüms ist dieser Trend bereits sichtbar, wie zum Beispiel der Anbieter VitaB beweist. Übrigens, wenn du in einer Beziehung bist, solltest du dein Weibchen über die Risiken von Umwelthormonen aus der Industrie unterrichten. Ich glaube nicht, dass sehr viele Frauen über das, was sie sich jeden Tag auf ihren Körper schmieren, Bescheid wissen. Schreib's mir in die Kommentare, wenn dir was zum Thema einfällt, mach den Daumen hoch und klick auf die lustige Glocke, wenn du zuverlässig über neue Videos informiert werden willst. Ciao, ciao.